Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. So, genau. Einfach weiterfahren. Einfach immer weiter. Ab mit so 130 Fuß. Wow. Das ist schon ordentlich. Okay, here we go. Achso, für die, ne? Also, Umrechnung Fuß zu Meter ist, glaube ich, irgendwie 1 zu 3. Müsste das so etwas über 40 Meter sein. Da. Irgendwie, ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier super wenig Verkehr ist. Tja, wäre natürlich ein bisschen witzig, weil ich gerade feststelle, wenn so die LKWs, die man gestellt bekommt, tatsächlich von Firmen, auch schon ein bisschen Damage hätten, ne? Die sind immer alle im perfekten Zustand. Wäre schon cool, wenn die auch schon ein bisschen so Verschleiß hätten, ne? Um es so ein bisschen realistischer zu machen. Weil man kriegt ja nicht immer nagelneue, perfekte LKWs gestellt. Vor allem, weil der jetzt heute auch schon wieder 70.000 auf dem Tacho hat. Also natürlich auch schon ein bisschen realistischer, wenn er schon ein bisschen Verschleiß hätte. Na jetzt, natürlich nichts, was direkt unsere Fahrt beeinträchtigt. Also nicht, dass jetzt irgendein Wert schon bei 50 wäre oder sowas. Na, aber so wie bei den Gebraucht-LKWs einfach, dass man zum Beispiel einen LKW haben, der halt bei irgendwas schon 30% hat oder 20% oder irgendwie sowas. So, dass man halt noch problemlos damit fahren kann. Es aber halt schon ein bisschen gebraucht wirkt. Das wäre schon sehr. Hätte schon so einen gewissen Touch. Wir werden von der Bus überholt. Was eine Schande. Kannst du das dir mal erzählen? Ziehen sich wieder kurz von mir rüber, damit der Polizist vor uns schon wieder die Windel voll bekommt, wieder anfängt die Wände rumzubremsen. Oh, hier rechts neben uns ist eine schöne Sandpiste. Das ist ja cool. Da würde ich jetzt gerne mal langfahren.
Ich weiß nicht warum, und wie habe ich da Bock drauf? Leider können wir das nicht verändern, was wir jetzt wollten, weil sobald wir da hingehen, ist die Mission gescheitert. Ja, hier müssen wir ja dringendst in der Spur bleiben. Wo sind wir denn überhaupt? Ach, hier hinten. Ganz am Arsch der Welt. Gut, eigentlich sind wir hier mitten in der Welt, weil das ist ja hier, ist ja so die Mitte von allem. Ne, weil wenn man denkt, hier sind ja auch noch so diverse Inseln, also haben wir hier, ne, hier, wir sind genau mittendrin im Geschehen quasi gerade. Von daher. Die Westküste, das wäre am Arsch der Welt so. Könnte ein bisschen heftig werden. Ja. Wow, gerade richtig. Oder bin ich sogar schon angeeckt? Keine Ahnung. Wo steht denn der? Oh. Ah, doch, relativ nah dran. Ah, so ist gut. Ein bisschen gerade ziehen. Piept doch mal nicht hier so. Muss ich mal ein bisschen rangieren. Das Schlimmste ist gerade wirklich das Ausschwenken vom Auflieger. Dem entgegenzukommen ist gerade das Schlimmste. Deswegen versuche ich jetzt ein bisschen weiter rechts zu fahren. Nein, nee. Ich muss einfach weiter auf die Kreuzung drauf fahren, habe ich das Gefühl. So. Ah, ne. Ist immer noch zu lang. Ich komme immer noch in die Leitplanke. So. Einmal hier über die Sandpiste. Geht mit dem Auflieger leichter. Oh, was? Oh, da war ein Auto. Ja gut. In das Auto habe ich jetzt nicht gedacht. Ansonsten wäre es ja alles perfekt gewesen. Guck mal, ich komme perfekt lang, wenn dieses Kack-Auto da vorne nicht gewesen wäre. Verdammt. So eine Scheiße. Auflieger-Schaden. Aber hey, wir wissen, kein Frachtschaden. Wobei, ganz ehrlich, bei der Konstruktion hier, soweit wie der Flügel raussteht, hätte ich eigentlich eher einen Flügelschaden bekommen. Also, Frachtschaden. Aber gut. Das sind Details. Oh, da muss ich auch aufpassen. Ich will auch ein bisschen weiter nach links fahren. Weil ich ja auch ganz schön nach rechts ausschwenke. Ah ja, nee, kriege ich nicht. Sorry, ich hoffe, es überholt keiner. Rechts. Das ist halt das Problem bei dem Auflieger. Der schwenkt mir ein bisschen zu sehr aus. So, da hätte ich lieber ein bisschen, dass er ein bisschen, ne? Ein bisschen sachter ausschwenkt. Gar nicht ausschwenken ist definitiv auch nicht gut gewesen, dann wäre ich manche Kurven auch nicht so gut drumherum gekommen. Aber wahrscheinlich trotzdem noch besser wie als so jetzt. Also wie gesagt, das Beste wäre wahrscheinlich, wenn er einfach so ein Zwischending gehabt hätte. Einfach so halb so stark wie jetzt. Das wäre wahrscheinlich genau richtig gewesen. Aber so ist einfach zu stark. Weil das Problem ist, ich muss zum einen etwas weite Kurve ziehen, weil einfach meine Gesamtlänge so groß ist. Wenn ich aber eine weite Kurve ziehe, bin ich ja schon relativ weit außen.
Wenn denn der Auflieger aber noch weiter außen ausschwenkt. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, da müsste ich wahrscheinlich eher ganz innen fahren. Wobei, wie gesagt, bei der Ausfahrt, da war ja nur eine Spur. So, hätte ich ja schon, hätte ich mit dem LKW quasi schon auf den Sandstreifen fahren müssen, damit der Auflieger noch auf der Straße geblieben wäre. Und das war halt so schwierig. Vor allem, weil halt links und rechts irgendwelche Schilder und Laternen sind. Guck mal, wie er komplett über die gesamte Straße zieht. Er ist jetzt da hinten sogar schon. Wir sind auf der Spur sind wir abgebogen. Und der Auflieger ist komplett bis rüber über die Straße drüber. Das ist viel zu weit. Das ist einfach viel zu weit. Ich bin hier abgebogen, da wo diese verbrannte Spur ist. Und der Auflieger ist gerade mal ein bisschen weiter da. Der hätte also viel weiter drin bleiben können, sag ich jetzt mal. Also innen liegen können. Der zieht viel zu weit nach außen. Das ist einfach too much. Das ist doch. Na, also nicht die Auflieger, die ausschwenken, aber nicht so sehr. Das ist way too much. Weil so weit innen kannst du gar nicht fahren. So, du reißt ja außen alles mit, was am Weg ist. Und ich meine, klar, es war natürlich Sinn, dass der Auflieger ein bisschen weiter rausschert, weil angenommen die Straße, wo ich rein möchte, da stehen bereits Autos. So weit wie der Auflieger jetzt so ausschert, kommt das zwar schön an die Autos dran vorbei, wenn ich aber dafür so weit innen fahren muss, dass ich dann die Autos mitnehme, nur damit der Auflieger hinten dran vorbeikommt, dann ist ja auch völlig umsonst. Also, wie gesagt, ich glaube, ein gutes Mittelmaß wäre, wenn er genau die Hälfte von dem hätte an Ausschwenkungs-, also an Gegenlenkung, wie er jetzt hat. Ich glaube, da kommen wir dann auf einen guten Nenner. Aber so, gar keine Chance. Oh, wir haben über 100.000. Oh, wie viel brauchen wir denn eigentlich? Was haben wir eigentlich vor? Ich habe gar nicht geguckt, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Naja. Muss ich mir mal nach der Folge mal angucken, was wir da geplant hatten. So. Yeah, jetzt dürfen wir lang speeden. Wuhu, Alter, wie schräg ich stehe. Holy shit. Auch wieder ein Auto quer auf der Spur. Okay, jetzt kommen wir scheinbar rein. Was? Auflegerschaden? Warum denn? Was? Ist er gerade so weit gehopft? Verdammt. So huckelig ist die Straße doch gar nicht. Wohin eigentlich? Ach, hier. Was? Ah. Ja, das war doch geil. Boah, 800 für 1,3%. Gut, wie gesagt, auf der anderen Seite im echten Leben, sobald so ein Flügel einen kleinen Riss bekommt oder keine Ahnung was, hat sich die Sache erledigt. So, dann bekommst du gar nichts mehr. Da ist der Auftrag einfach vorbei. Weil du kannst keinen halb kaputten Flügel irgendwo ummontieren. Das wäre eine Gefahr für alle. Von daher. Können wir froh sein, dass wir überhaupt was bekommen haben und keine Strafe zahlen mussten.
So. Was haben wir denn eigentlich aktuell? Garagenmanager. 5, 5. Guck mal, hier haben wir noch einen Spot frei. Aha. LKW Manager. Stimmt, da fehlt hier noch ein Catbus. Ah. Können wir doch mal so einen kaufen. Was haben wir bei der Bank? Haben wir bei der Bank überhaupt irgendwas? Nee, haben gar nichts. Cool, das heißt, wir können auf jeden Fall nochmal, weil ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen Geld. Frage ist, ob wir jetzt nicht schnell Kredit bei der Bank? Nee, ne? Ja, ich glaube, wir sparen lieber. Aber die Frage ist, wie viel? Was war das überhaupt für einer? Canvas oder Peterbilt? Von Canvas, ne? Ja. LKW-Händler Canvas. Online kaufen. Meine Flotten konfigurieren. Da. 188.000 Euro. Dollar. Oh, müssen wir noch ein bisschen was verdienen. Okidoki. Gut. Die Frage ist, ich würde mal sagen, wir fahren jetzt mit unserem Aufflieger. Obwohl wir können ja da starten, wo wir gerade sind. Wir sind da mitten in der Teststrecke irgendwo. Auf dem Ring. Aber hey. Ja, wir sind echt mitten im Nirgendwo. Gut, gucken wir mal, was wir hier für lukrative Aufträge bei uns in der Nähe haben. Da. Was haben wir auch für Aufträge? 46 pro Meile ist das Maximum. Ah ne, die Streckenlänge sortiert. Das tut schon besser. Dynamit, dann war klar. Was auch sonst. Dynamit. Das, was die Amerikaner so lieben. 60.000. Das ist auch nicht so die. Das klingt schon eher. Oh, einmal quer durch die Walachei. Klingt aber machbar. Angebot läuft in 14 Stunden aus. Das können wir machen. Auf jeden Fall. Let's go. Wir sollen mal gucken, wie wir runterkommen. War noch von der Ausfahrt. So, hier müssen wir wohl gewesen sein. Ja, komm, genau, schau ihn drauf zu. Sehr geil. Boah, was ist jetzt hier, Leute? Danke. Meine Kopfhörer sind natürlich wieder so leicht eingestellt. Besser. Der einzige Dach auf der gesamten Map. Auch sehr geil. Übrigens, wir müssen noch zur Werkstatt. Weil ich mich gesehen habe, es gibt, ich weiß jetzt nicht, ob die mit der Version dazu gekommen ist, mit der 1.49er, oder ob sie schon länger gibt. Aber es gibt tatsächlich jetzt, wie heißt das? Das Ding mit den Achsen dran. Fahrgestelle. Mit der Mitlift-Achse. Das heißt, da können wir die vordere der drei Achsen da hinten können wir anheben. Wie geil ist das denn bitte?
Denn aktuell, zu der Zeit, wo wir den Alkohol zusammengestellt haben, da gab es sowas nicht. Ne? Wir können zwar bei unserem Auflieger, können wir die Achsen zwar anheben. Jetzt, genau. So. Ne, die ganz, die vierte und die erste ist angehoben. Aber bei unserem LKW gibt es sowas halt nicht. So, da können wir ja nichts anheben. So. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt mit der Version dazugekommen ist. Ich habe halt nur heute nachgeguckt gehabt. Also vor den Aufnahmen, bei meinem eigenen Spielstand. Da habe ich aber gesehen, dass es jetzt Mittellift-Achsen gibt. Jetzt weiß ich gar nicht, kommt überhaupt an der Werkstatt vorbei? Boah, Leute, der Beat ist schon geil. Oh, doch, ziemlich. Können wir hier mal vorbeifahren. Sorry Leute, ich musste noch die Grünphase schaffen. Unschuldig. Oh, vorne ist eh rot. Dankeschön. Wow, wir haben ja, wow, 24.000, nice. Ist halt schön, ein paar Mitarbeiter zu haben, die ordentlich Cash reinbringen. Weil, ne, wenn wir jetzt wie eine Achse, wenn wir nämlich eine Mittellift-Achse haben, wir haben ja so schon eine relativ lange Karosserie. Und wenn wir dann auch noch die mittlere Achse anheben können, wird ja der effektive Radstand damit noch länger, ne, weil wir haben ja drei Achsen hinten, die alle starr sind. Das heißt, der effektive hintere Lenkpunkt ist ja in der mittleren Achse. Wenn wir aber die vordere Achse anheben, heißt es, dass der effektive Drehpunkt hinten zwischen die beiden hinteren Achsen wandert. Also nochmal ein Stückchen weiter nach hinten. Womit wir halt, ja, eine noch stabilere Fahrbahn, also eine noch stabilere Fahrweise haben. Wir haben damit dann natürlich auch mehr Probleme in den Kurven, weil wir den Kurven weiter einlenken müssen, weil halt der effektive Radstand größer wird. Aber dafür haben wir gerade bei Autobahnen noch besseres Fahrgefühl. Da fahren wir dann schon fast nicht mehr wie ein LKW, sondern eher wie so ein Bus. Das ist schon ganz, ganz geil. Keep left.
Ah, da vorne ist schon eine Werkstatt. Sehr geil. Gut, na, natürlich haben wir jetzt Nachteile, wenn wir uns jetzt neue Karosse holen, also neues Chassis. Aber kostet ja auch wieder ein bisschen was, ne? Ich hoffe nicht allzu viel. Bin ich mal gespannt, wie toll das wird. Aber wenn wir schon wieder nichts gleich haben, wir doch ein bisschen sparen müssen. Wir müssen sowieso mal wieder gucken, was wir so alles tun können bei dem LKW. Gerade jetzt, wo ein paar neue Versionen rausgekommen sind. Oh, was ist hier passiert? Achso, ist ein Schrottplatz. Wollte gerade sagen, warum sind so viele interessante Auflieger? Das wird auch cool, ne? So ein gebraucht Aufliegerhändler. Das ist ja auch schon sehr geil. Wo muss ich jetzt überhaupt? Ach, da vorne. So, aber ich würde mal sagen, das Tür machen wir in der nächsten Folge. Ja, auf jeden Fall. Gutchen. Na dann, ja, bis zur nächsten Folge.